die Hansestadt Hamburg im Norden Deutschlands. Die Zwillingsschwestern Annabela und Manuela wurden vor 51 Jahren in Angola geboren, leben aber nun schon seit fast 30 Jahren in Deutschland. Die beiden stehen sich sehr nah und teilen einen ganz großen Wunsch. Meine Schwester Annabela und ich, wir suchen unseren Bruder, unser großer Bruder Duarte. Es wäre schön, wenn wir diesen Bruder kennenlernen könnten, weil wir den Rest der Familie nicht das Glück hatten, unsere väterliche Verwandtschaft so kennenzulernen. Die beiden kommen 1969 in Angola zur Welt. Ihre Mutter Evalina hat bereits 8 Kinder und ist unglücklich verheiratet, als sie mit dem Portugiesen João eine Affäre beginnt und schwanger wird. Doch auch João ist verheiratet und hat 2 Söhne. Meine Mutter ist dann wieder mit ihrem Mann zusammen und mein Vater ist auch bei seiner Frau geblieben. Also jeder ist bei seiner Familie geblieben. Für eine Bilderbuchfamilie gab es keinen Platz. Die Mädchen wachsen bei ihrer Mutter und deren Mann auf, während João die Existenz seiner Töchter verschweigt. Als die Zwillinge knapp 6 Jahre alt sind, bricht ein Bürgerkrieg in Angola aus, mit dramatischen Folgen für die Familie. Das war 1975. Die Portugiesen mussten Angola verlassen. Und da hat meine Mutter Panik bekommen, dass vielleicht unser Vater uns, also mitnehmen, ich sage nicht entführen, mitnehmen könnte ohne ihre Erlaubnis. Und da hat unsere Mutter dann uns in die weit weg von der Zivilisation geschickt, wo meine Oma war. Und da hat sie uns versteckt. Vater João muss mit seiner Familie das Land verlassen und kehrt nach Portugal zurück. Die Zwillinge lernen ihren Vater nie kennen und bleiben zunächst bei ihrer Großmutter. Doch nicht nur der Bürgerkrieg, sondern auch ihre Herkunft wird den Mädchen zum Verhängnis. Wir mussten von den Soldaten fliehen und von den Dorfbewohnern auch. Und das war wirklich, das war wirklich die Hölle. Wo meine Oma gewohnt hat, die waren alle dunkel als wir. Und dann haben immer gesagt zur Oma, nimm deine weißen Kinder weg von uns, weil die bringen Unglück. Drei Jahre lang haben wir uns im Dschungel versteckt. Und die haben meine Oma ein Ultimatum gestellt, entweder, da waren wir nur im Dorf, entweder du bringst deine Enkelkinder selber um oder du musst das Dorf verlassen. Und das sind wir so drei, wirklich diese 3 Jahre, ums Überleben gekämpft. Der Bürgerkrieg in Angola dauert über 20 Jahre. Die Mutter und die Großmutter der beiden sterben. Erst in den 90er Jahren gelingt es den Schwestern, nach Europa zu flüchten. Seitdem sind sie auf der Suche nach dem portugiesischen Teil ihrer Familie. Und obwohl sie nur wenige Informationen haben, finden sie etwas heraus. Ich weiß, dass mein Bruder Casimiro und mein Vater verstorben sind. Und jetzt sind wir nach der Suche von Duarte. Den großen Bruder zu finden, würde viele Wunden heilen und den Schwestern ein bisschen verlorenes Familienglück zurückgeben. Das Leben ist für mich wie eine Puzzle und ein Teil fehlt. Auch wenn ich ihn nicht kenne, fehlt mir. Dieser Teil fehlt mir. Ich bin glücklich, hier in Deutschland zu leben, mit meiner Schwester und den Kindern von meiner Schwester. Mein Sohn, ja, sind wir eine Familie. Aber noch nicht komplett, fehlt nur ein Teil. Mein Bruder Duarte. Ich habe mich auf den Weg nach Hamburg gemacht, um Annabela und Manuela persönlich zu treffen. Ihre traurige Geschichte hat mich sehr bewegt. Hallo! Hallo, Julia. Schön, Hallo. Dass du da bist. Hallo. Hi. Bist du? Manuela. Ich bin die Manuela. Genau, die Manuela. Hallo. Annabela. Ja. Ich freue mich sehr. Ja, schön. Geh mal rein, oder? Das ist schön. Bei dem Hamburger Wetter hier. Ja. Manuela und Annabela, ihr sucht ja nach eurem Bruder. Ja. Kannst du mir erklären, Manuela, warum die Suche so wichtig für euch ist? Es ist sehr wichtig, weil eine Teil fehlt. Mhm. Ja, weil Familie ist ja das Wichtigste, was es gibt. Mhm. Ja.
Wie ist das bei dir? Also für mich wichtig wäre zu wissen, ob er überhaupt weiß, dass ich existiere. Verstehe. Was würde das für dich bedeuten, deinen Bruder zu finden? Oh Gott. Weiß nicht, das wäre viel besser als eine 6 am Lotto. Besser kann nicht passieren, weil das ist... Das ist meine Wunsch bis heute. Das wünsche ich mir von ganz Herzen. Manuela und Annabella, ich wusste ja, wie groß euer Wunsch ist, euren Bruder zu finden. Und deswegen möchte ich euch gern sagen, dass wir bereits nach ihm gesucht haben. Mein Team und ich haben recherchiert. Und wir haben unter anderem herausgefunden, dass Duarte ungefähr vor 10 Jahren in einem Sportinstitut in Lissabon gearbeitet haben soll. Mhm. Und Lukas aus meinem Team ist dahin gefahren, um da was rauszukriegen. Mhm. Und das möchte ich euch gern zeigen. Oh Gott. Ja? Ja. Okay, dann guck mal. Einige Wochen zuvor. Lukas, Experte für Portugal aus meinem Team, ist nach Lissabon geflogen. Die portugiesische Hauptstadt liegt an der atlantischen Küste. Lukas will hier vor Ort herausfinden, ob Annabelas und Manuelas Bruder noch immer bei dem von uns recherchierten Sportinstitut arbeitet oder ob er dort zumindest irgendwelche Informationen zum Verbleib des vermissten Bruders erhält. Telefonisch konnte man im Vorfeld leider keine Auskunft erhalten. Kann Lukas nun im persönlichen Gespräch mehr erreichen? Unsere Information ist tatsächlich richtig gewesen. Duarte hat bis 2009 hier gearbeitet. Doch nachdem er aufgehört hat, hier zu arbeiten, ist leider der Kontakt zu seinen Mitarbeitern abgebrochen. Aber die haben mir netterweise noch gesagt, dass sein Rufname eigentlich Mario ist und haben mir auch noch seine Adresse von damals gegeben. Die Adresse von Duarte Mario befindet sich im Viertel Bairro Alto, mit dem Auto nur wenige Minuten entfernt. Das lebhafte Viertel im Zentrum der Stadt ist bekannt und beliebt wegen seiner zahlreichen Bars und Restaurants. Jetzt hier vorne noch rechts. Boah, ist das steil. Ja, mit Anlauf könnte man es schaffen. Meine Güte. Okay. Ich glaube, hier muss ich mit dem Jeep hoch. Das wird nichts. So, jetzt aber. Ja! Okay, hier vorne rechts müsste es sein. Das heißt, ich stelle das Auto jetzt einfach mal ab und mache den Rest zu Fuß. Okay, Rua da Atalaya. 156, 58, 60. Dann muss es hier lang sein. 183. 85, 87, 89. Nur ein Fenster. Dann wird die Tür hier dazugehören. Okay. Kein Name dran. Keine Namen an Klingelschildern gibt es in Portugal öfter. Bedeutet für mich jetzt natürlich, einmal durchklingeln. Okay, hier ist noch ein Zettel. Bin in der Bäckerei Paolo. Scheint hier auch zu wohnen. Dann die nächste. Hola, boa tarde. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Duarte Mario. Wohnt er hier? Mora aqui. Also er wohnt hier nicht? Okay, muito obrigado, viu? Alles klar, vielen Dank. Ich habe es kaum verstanden. Ist jemand reingegangen und hat gesagt, nee, Duarte Mario wohnt hier nicht, aber
Eine Klingel habe ich noch. Vielleicht hat er hier mal gewohnt. Oh, jetzt macht sogar jemand auf. Hola, disculpe. Hallo, Entschuldigung. Ja, bitte. Entschuldigen Sie die Störung. Ich suche nach einem Duarte Mario. Er soll in diesem Haus hier wohnen. Duarte Mario? Nein. Sie kennen ihn nicht? Warum filmen Sie? Es geht um etwas sehr Wichtiges. Ich komme aus Deutschland. Wir filmen eine Reportage und ich versuche, eine Familie wieder zusammenzuführen. Verstehe. Aber ich kenne ihn nicht. Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank für die Hilfe. Ja, hier konnte mir jetzt leider keiner weiterhelfen. Die kennen den Duarte Mario nicht. Aber vielleicht kann mir ja Paolo weiterhelfen. Der scheint hier auch zu wohnen. Ich werde jetzt einfach mal gucken, wo der ist. Offenbar in dieser Bäckerei.